Und los geht's. Hi, Marco von Huawei Blog hier und wir haben wieder ein kleines Anleitungsvideo für euch. Heute geht es um die sogenannte Drahtlos-Projektion mit dem EMUI 9 und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert mit dem Mate 20 Pro. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, die Drahtlosprojektion. Die Drahtlosprojektion ist die konsequente Weiterentwicklung von dem, was Huawei im letzten Jahr beim Mate 10 Pro vorgestellt hat mit Easy Projection. Ihr erinnert euch vielleicht, mit einem Kabel konnte man hier das Gerät mit einem Display, also einem TV zum Beispiel oder auch einem Computermonitor verbinden und hatte da so einen Desktop-Modus. Das geht jetzt ganz ohne Dock und auch ganz ohne Kabel. Einfach indem ihr in den Einstellungen unter Geräteverbindungen bei Easy Projection die Drahtlos-Projektion auswählt. Und ihr seht, da wird mir schon als ein mögliches Display das MateBook X angezeigt. Der Standard, über den das Ganze funktioniert, ist Miracast. Das heißt, alle Geräte, die Miracast-fähig sind, was im Grunde bei allen gängigen Smart TVs heute der Fall ist, habt ihr die volle Unterstützung für den Desktop-Modus mit der Drahtlos-Projektion. So, wir verbinden das Ganze mal und ihr seht, hier unten kommt die Verbindungsanfrage rein. Die bestätigen wir und auf dem Display startet der EMUI Desktop-Modus und auf meinem Mate 20 Pro mit der Drahtlos-Projektion habe ich ein Touchpad. Über das kann ich jetzt bequem, ihr seht es hier hinten, den Mauszeiger steuern. Ich kann jetzt hier ganz normal meine Apps öffnen. Schauen wir mal in die Galerie rein. Da sind wahrscheinlich nur langweilige Screenshots. Genau, die kann ich natürlich jetzt öffnen. Nehmen wir hier das schöne Bild. Und kann mir das auf dem großen Display anschauen. Ganz einfach im Wohnzimmer euer EMUI 9 Gerät mit dem TV verbinden und mal die schönsten Bilder in einer ordentlichen Größe vorführen und nicht nur auf dem Smartphone. Oder aber auch eine Präsentation starten, die ihr auf eurem Smartphone habt. Einfach ohne, dass man kompliziert einen Laptop mitschleppen muss, einen Beamer anschließen muss oder sonstiges. Sondern einfach starten. Ihr seht hier, wenn ich unten links in der Ecke auf das klassische Desktop-Menü gehe, dann öffnen sich auch die zur Verfügung stehenden Apps. Und wenn ich hier einmal mit zwei Fingern, ich muss erst hier hoch, zwei Fingern rüberwisch, dann kommen auch hier die weiteren Apps, unter anderem auch die Drittanbieter-Apps. Und da haben wir dann auch so Sachen wie Facebook und Co. Und natürlich auch, ich habe jetzt hier Google Docs zum Beispiel installiert. Das kann ich starten und kann jetzt hier auch ein neues Dokument. Ich habe schon mal ein leeres angelegt, kann das hier starten und kriege jetzt hier auf meinem Smartphone die Tastatur. Könnte jetzt hier auch entsprechend ein Dokument oder eine Präsentation oder eine Excel-Tabelle anlegen. Ihr seht im Hintergrund, hallo auf dem Smartphone geschrieben. Natürlich werden jetzt einige sagen, boah, ich mache doch so eine Arbeit nicht auf dem Smartphone. Müsst ihr auch nicht. Ihr könnt genauso gut eine Tastatur, eine externe oder eine Maus koppeln. Ich zeige euch das mal am Beispiel der Maus. Ich schalte mal hier meine kleine Laptop-Maus, die Razer Origi, ein. Starte dann hier wieder das Telefon. Und wenn wir uns mal jetzt hier die Bluetooth-Einstellungen anschauen, dann seht ihr, die Maus ist mit meinem Smartphone gekoppelt und ihr seht auch hier, ich bewege mit der Maus, ich habe die Hand nicht am Phone, das legen wir mal hier mit, dass ihr das auch sehen könnt, kann hier wunderbar meine Computermaus steuern und habe hier einfach nur mit EMUI 9 und einem Display, was Miracast unterstützt, einen kleinen PC-Modus, mit dem ich durchaus flexibel und mobil arbeiten kann.
Ihr könnt übrigens nicht nur den PC-Modus wählen, sondern da bietet Easy Projection oder Drahtlos Projektion mehrere Modi. Ihr habt einmal den PC-Modus, den ihr hier seht. Ihr könnt aber auch den Telefonmodus wählen. Und jetzt seht ihr, wird einfach euer Telefondisplay auf dem Drahtlos-Display gespiegelt. Auch so könnt ihr natürlich gewisse Sachen zeigen in einer Präsentation oder Ähnlichem. Ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen und war auch hilfreich. In dem Fall würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr Kritik habt, konstruktiv hoffentlich, dann bitte auch ab in die Kommentare, nehme ich mir gerne zu Herzen. Ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. Ich schaue immer wieder rein und versuche alles zu beantworten. Und natürlich auch hier der Hinweis auf unsere riesige Huawei Facebook Community, über 24.000 hilfsbereite Mitglieder, unsere Huawei Family. Schaut mal vorbei, Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Marco.